Hinter ihren Reflexen steckt echtes Können. Wer hat sie ausgebildet? Wie schon gesagt, ich war ein paar Jahre Gesetzeshüter. Das ist doch Schwachsinn. Welcher Veteran hat Ihnen gezeigt, wie man sich bewegt? Freunde bei Hassel. Ende der Geschichte. Das ist nicht gut. Stase-Kapseln der Arche Nathanus. Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Keinerlei Leben. Die Daten stimmen nicht überein. Die hier ist noch aktiv. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Verdammt! Die Stase-Kapsel ist noch funktionsfähig. Ich kann auf ihren Datenverlauf zugreifen. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Als sie auf die Geißel getroffen ist? Nein, der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Wir sind davon ausgegangen, dass die Arche zerstört wurde, aber vielleicht irren wir uns ja. Die Crew könnte noch am Leben sein. Falls ja, wieso wirft sie dann ihre Passagiere ab? Wir sollten nachsehen, ob Mason vielleicht in einer der übrigen Kapseln ist und uns dann wieder bei Avitus melden. Diese Person ist zu alt. Keine Übereinstimmung. Ein Turianer. Aber nicht ihr Pathfinder. Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit.
Der Passagier ist ein Kind. Gefällt dein Spiel, Kleiner? Fußball, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie das interessiert. Warum nicht? So was Simples wie gegen einen Ball zu treten, kann mir doch gefallen. Aber mit Dreschlunden und scharfem... Ich kann nicht sagen, ob dieser Wurm schrecklich oder schön ist. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Das ist deutlich mehr Wasser, als ich erwartet hätte. Ich frage mich, was die Reliktschöpfer hiermit vorhatten. Sie enttäuschen mich, Pathfinder. Ich dachte, ich könnte Ihnen vertrauen. Ich habe Sie in meinem Zuhause willkommen geheißen. Und Sie vergelten mir meine Freundlichkeit, indem Sie mich bestehlen. Hey, ich habe überhaupt nichts gestohlen. Jeder einzelne Tropfen Wasser ist noch genau da, wo ich ihn vorgefunden habe. Sie können gerne nachzählen. Was sind wir doch schlagfertig. Wissen Sie, warum ich das alles mache? Mein Bruder hatte versucht, Ihren Leuten zu helfen, als sie zum ersten Mal hierher kamen. Er hat ihnen gezeigt, wo sie Unterschlupf finden. Er hat ihnen gestattet, sich kostenlos aus unseren Wassertanks zu bedienen. Und er wurde für seine Freundlichkeit getötet. Ich werde nicht so töricht wie Asker sein. Das ist schrecklich. Sie haben mein Mitgefühl. Sie können Ihr Mitgefühl behalten. Ich habe keine Verwendung dafür. Diese Plünderer respektieren niemanden, weder mich noch Sie. Aber Sie haben Respekt vor diesem Planeten. Solange Sie mich brauchen, um zu überleben, befolgen Sie meine Regeln. Sie wollen, dass ich vergesse, was ich gesehen habe? Ja, behalten Sie es für sich. Gestatten Sie mir, mich und mein Zuhause so zu beschützen, wie ich es für richtig halte. Erwarten Sie etwa, dass ich das mache, nur weil Sie mich nett darum bitten? Ihre Nexus braucht Ressourcen, um zu überleben. Und davon gibt es hier reichlich. Solange Eladen unter meiner Kontrolle bleibt, werde ich alles, was ich sammle, mit Ihnen teilen. Wie lange wissen Sie schon von diesem Wasser? Asker und ich haben es vor Jahren auf einer Expedition entdeckt. Die Relikte hätten uns beinahe getötet. Ich wusste schon damals, dass ich es geheim halten wollte. Es brachte uns einen Vorteil.
Es hat etwas Zeit gekostet, auch Asker davon zu überzeugen. Aber letzten Endes hat er es eingesehen. Er hat es mir versprochen. Indem Sie das hier geheim halten, verhindern Sie, dass sich irgendjemand hier wirklich ein Zuhause aufbauen kann. Ich habe Ihren Kroganern erlaubt zu bleiben. Das ist das Problem. Niemand sollte Ihre Erlaubnis brauchen. Erwarten Sie etwa, dass ich einfach untätig zusehe, wie Sie alles zerstören, was ich aufgebaut habe? Das wird nicht geschehen. Ich werde Sie mit allen Mitteln bekämpfen. Es ist noch nicht vorbei. Schnappt sie euch! Tötet sie, wenn ihr könnt! Gehen wir es an! Wir sind ein tolles Team! Ziel ausgeschaltet! Ich bin unbesiegbar! Na toll, Anea ist entkommen. Wie geht's jetzt weiter? Informieren Sie Cash. Sie wird die Leitung des Handelspostens an jemanden übergeben, dem wir vertrauen können. Sam? Wie Sie wünschen, Pathfinder. Ich habe die Informationen an den Nexus weitergeleitet. Dann hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Für Nackmoor! Über Sie gedreht? Bestimmt, oder? Ich bin vielleicht mal durch irgendeine Kriegsdoku gelatscht, aber ganz ehrlich, so ein Zeug ist eigentlich nicht unser Ding. Schön, Sie zu sehen, Pathfinder. Direktor Addison und Stationsleiterin Cash haben mir die Leitung über unsere Operationen hier übertragen. Mit ein wenig Glück werden wir in diesem Handelsposten schon bald einige Veränderungen sehen. Wie geht es jetzt hier weiter, nun da Enea weg ist? Ich gehe Eneas Bücher durch und leite alles, was ich finde, an die Nexus weiter. Unser Plan sieht vor, diesen Ort als Handelsposten zu erhalten und die kroganische Kolonie zu unterstützen.
Irgendwann können wir ihn dann vielleicht als Basis nutzen, um die Bergbauoperation der Nexus auf Eladen auszuweiten. Wie verfahren Sie hinsichtlich der Wasserversorgung auf Eladen? Das Wasser, das Sie entdeckt haben, wird gerecht verteilt. Wenn die Leute hierher kommen, können Sie sich sicher sein, dass Sie so viel Wasser erhalten, wie Sie benötigen. Unabhängig davon, wer Sie sind. Selbst die Plünderer? Ja, selbst Sie. Sie wurden darüber informiert, dass jeglicher Missbrauch dieses Privilegs dazu führen kann, dass es Ihnen entzogen wird. Und im Moment sieht es so aus, als hätten Sie das verstanden. Ist soweit alles in Ordnung? Sind Sie auf Widerstand gestoßen oder kam es zu Gewalt? Wir haben genügend Wachen und Soldaten, um jeglichen gewaltsamen Widerstand niederzuschlagen. Und im Moment scheint das zu genügen. Vielleicht können wir die Bewohner dieses Planeten ja irgendwann wieder eingliedern. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gibt es einen Grund, warum Sie dieses Ding auf mich richten? Tut mir leid. Sehr subtil. Auch keine Plünderin. Kein Plünderer, Ryder. Sind diese Kroganer gar nicht. Ich wette, wir könnten sie überfallen. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Verlass dich drauf. Wollt ihr nur überleben oder wollt ihr groß abräumen? Der Sand dringt in jede Ritze. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich werde jeden einzelnen von Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ich habe gerade eine Nachricht von Isabel erhalten. Sie wird mit mir zurückkommen. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, sie aufzuspüren, aber ich danke Ihnen. Auf Kadera wird sich Ihr Leben radikal ändern. Sind Sie sicher, dass Sie damit zurechtkommen? Wir schaffen das schon. Izzy und ich werden aufeinander aufpassen. Nochmals danke, Pathfinder. Wo kommt all dieses Wasser her? Gibt es hier sowas wie eine unterirdische Förderanlage? Was? Hier ist Wasser, aber es kostet genauso viel wie zwei. Denn ihr meintet schon, sie würden hier vorbeikommen. Sie sagte, sie hätten freien Zugang zu dem Wasser in den Tanks. Hey, haben das alle mitbekommen? Die erste, zweite und dritte Runde gehen auf mich. Ihre Begleiter können Sie selbstverständlich gerne einladen, aber sonst niemanden, bitte. Enia betreibt hier schließlich ein Geschäft. Und Wasser ist auf Eladen eine ebenso seltene wie kostbare Ressource. Es ist irgendwie merkwürdig, dass die Wassertanks so nah an dieser Schlucht stehen. Ich habe gehört, es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Sollte irgendjemand versuchen, das Wasser zu stehlen, öffnet Ania die Tanks und lässt es in die Schlucht laufen. Ich selbst habe das noch nie miterlebt, aber andere schon. Können Sie sich das vorstellen? Was für eine Verschwendung.
steht all das Wasser hier zum Verkauf? Ein Teil geht natürlich an den Handelsposten. Aber ja, das meiste steht zum Verkauf. Jeder, der auf ihr Laden Wasser will, muss hierher kommen. Ansonsten ist es auf dem Planeten kaum zu finden. Wo kommt dieses Wasser her? Ich denke, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Nicht einmal ich weiß, woher Enea es bekommt. Anfangs dachte ich, sie würde mit Cadera handeln. Aber das kann nicht sein. Diese Mengen können unmöglich von Cadera stammen. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Was gibt's da zu glotzen? Der Wurm hätte mich beinahe... Hervorragend. Getötet. Ich konnte ihm gerade noch rechtzeitig ausweichen. Daten nicht eindeutig. Nehmen Sie einen anderen. Verstehe. Daten nicht eindeutig. Nehmen Sie einen anderen. Du hältst dich für richtig, Pathfinder, ich bin so froh, dass sich unsere Wege kreuzen. Ihre Aufgabe ist es doch, zu suchen und zu studieren, richtig? Könnte man so sagen, ja. Wir haben gerade erst damit begonnen, Andromeda zu entdecken. Es gibt hier so vieles, das wir herausfinden müssen. Die Tech und wie sie sich mit unserer verbinden lässt. Es gibt unglaubliche Dinge zu erschaffen. Und Sie sind diejenige, die es tun wird. Nicht so bescheiden. Das können wir alle. Ah. Ich werde dieses Leben bald verlassen. Ich kam in diese Galaxie, um an einer neuen Grenze zu sterben. Und ich wäre glücklich, mein letztes bisschen Weisheit teilen zu können. Es wäre mir eine Ehre. Wissen ist Macht, Pathfinder. Wir haben das Beste der Milchstraße mit hierher gebracht. Und Sie haben die Mittel, um all das hier zu verbessern. Also nutzen Sie Ihre Ressourcen, um das, was Sie hier vorfinden, zu studieren und zu entschlüsseln. Wachsen Sie daran. Erschaffen Sie effizientere, leistungsfähigere Werkzeuge. Erschaffen Sie die Zukunft. Das ist alles. Ich hab gehört, du hast Kles getötet. Verziehen Sie sich. Verziehen Sie sich. Du hältst dich für richtig tough, was? Danke, Ryder. Das müsste reichen. Ich analysiere das und teile Ihnen mit, was ich gefunden habe.
Ich wäre da draußen beinahe krepiert. Ich hab gehört, du hast Kless getötet. Hast du ein Problem damit? Hier? Nein. Aber da draußen solltest du auf dich aufpassen.